Was verdient ein YouTuber mit 30.000 Abonnenten knapp? Das kann man gar nicht so pauschal beantworten, denn es kommt immer darauf an, was man macht, welche Sparte man hat. Hat man einen Gaming-Kanal, hat man weniger Kohle, hat man einen Review-Kanal, hat man unter Umständen viel, viel mehr Kohle. Was man natürlich sagen muss, mein Kanal ist nicht sehr Greta-freundlich. Das ist jetzt hier eine Woche Produkttest. Aber ich würde sagen, wir schauen nach dem Intro einfach mal, was für Projekte anstehen und was in Zukunft geplant ist und vor allen Dingen, was für Kohle ich hier einsacke. So, wer wartet da? Natürlich mein treuer Bürohund, Lennox. Lennox, der passt hier mal gut auf und sitzt meiste Zeit vor dem schönen, warmen Ofen. Das ist hier mein zweites Büro. Ich mache zum einen auf dem Schiff Videos, damit das Ganze interessanter aussieht. Und zum anderen auch hier. Teilweise kann man nicht alles machen. Hier ist übrigens meine Modelleisenbahn. Und Kühlschrank. Hier hinten ist eine Videowand. Und hier ist auch noch jede Menge Müll von dieser Woche. Ich bin gerade am Testen Staubsauger. Ich kann nicht die Sachen direkt auspacken und dann gleich lostesten. Sondern so wie dieser Staubsauger hier. Der muss natürlich erst ordentlich getestet werden. Ich werde für die Videos nicht bezahlt. Mir wird auch nicht vorgeschrieben, was ich darüber sage. Wenn es doch mal so ist, dann ist das auch als Werbung gekennzeichnet. Produkte, die einen gewissen Wert überschreiten, da muss ich natürlich selbstverständlich auch eine Kennzeichnung machen. Das ist ganz wichtig, denn man möchte ja nirgendwo negativ auffallen. Das meiste meiner Einnahmen versuche ich auf jeden Fall wieder zu reinvestieren in Technik, auch in Produkte, die ich nicht von Herstellern umsonst bekomme und so weiter. Und versuche natürlich auch ständig hier mein ganzes Geschäft zu erweitern. Ich muss natürlich immer dafür sorgen, dass ich ein zweites Standbein habe, weil es kann immer von heute auf morgen mit YouTube wieder vorbei sein. Und ich will ja auf jeden Fall nicht arbeitslos sein. Das machen ganz viele YouTuber, sich ein zweites Standbein aufbauen, die Kohle, die man kommt, nicht zu verprassen, sondern direkt zu investieren in andere Geschäftszweige und andere Möglichkeiten. Das werde ich euch natürlich auch gleich noch zeigen. Aber erstmal kommen wir zu den Einnahmen. Die beziehen sich jetzt nur auf Amazon und auf YouTube. Und da sind jetzt andere Seiten, andere Affiliate-Geber nicht mit drin. Das ist jetzt erstmal nur eine grobe Übersicht, die ihr habt, damit ihr wisst, was kann man mit so einem YouTube-Kanal verdienen. Gucken wir mal rein, und zwar ins letzte Jahr. Hier sieht man noch 5,7 Millionen Aufrufe, Wiedergabezeit, Abonnenten. Und das hat einen Umsatz für mich rund 15.678,88 gegeben. Davon allein im Dezember 2.125 Euro. Davon kann man alleine aber nicht leben. Das ist ein schönes Taschengeld. Haupteinnahmequelle ist da immer noch Amazon. Ich habe ja die Links unter den Videos. Und diese führen dann zu Amazon hin. Dadurch ist ein Produkt nicht teurer oder billiger, sondern es ist im Kaufpreis immer schon bei jedem Amazon-Produkt mit drin. Dann kriege ich ein Affiliate zwischen 1 und 10%, je nachdem, wie oder wo das Ding, in welcher Kategorie das drin sitzt. Technik ist immer Mist, Computer und sowas 1%, am besten ist Schminke, Parfum 10% und dazwischen liegt das alles andere. Im groben Schnitt kann man immer sagen, dass es 5% sind. Schauen wir mal nach Amazon. Gehen wir mal auf das letzte Jahr und da sehen wir, wir haben im letzten Jahr 45.000 Euro mit Amazon verdient. Und im Dezember beispielsweise 5.100 im November, dann war es ein bisschen weniger über Sommer, kurz vor Sommer, nach Sommer. Verkauft habe ich für über 1,2 Millionen Euro. Dazu kommt dann halt noch Mediashop, dann kommt noch Affiliate.net und so weiter dazu. Und aber das Hauptgeschäft ist tatsächlich Amazon. Und die Einnahmen sind steigen im Prinzip jedes Jahr, jeden Monat. Und man muss halt gucken, dass man ehrlichen Content bringt, der die Leute weiterbringt und keine Fehlinformationen liefert, weil sonst hat man seinen Namen auf jeden Fall ganz schnell verbrannt. Und da kann man sich natürlich auch einen fetten Mercedes leisten. Fett ist er nicht, 260.000 gelaufen. Ihr könnt mir natürlich auch eine Karre leasen, aber da hätte ich viel zu viel Stress, wenn ich monatlich so hohe Kosten oder Abtrag habe, dass ich mir ein S hier hinstelle. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Könnte ich mir vielleicht leisten, möchte ich aber nicht, weil ich lieber in andere Sachen investiere. Und was das ist, das will ich euch jetzt mal zeigen. Wo fahren wir hin? Zur Stretch-Limousine. Das ist ein Offline-Business, was ich mir nebenbei aufgebaut habe. Ich habe extra die Unternehmerprüfung gemacht und so zusätzlich monatlich auch nochmal Umsätze zu generieren, was natürlich auf den Batzen nochmal mit drauf kommt. Das hat mir YouTube und Amazon ermöglicht. Das hätte ich als normaler Angestellter auf jeden Fall
definitiv nicht gekonnt. Es wäre auf jeden Fall schwerer gewesen. Und das Fahrzeug ist bezahlt, das innerhalb von einem Jahr. Und hat mir auch eine Menge Spaß gebracht und konnte sogar in die Videos mit eingebunden werden. Es sieht natürlich immer schöner aus, wenn man irgendwas mit dem Auto vorstellt, wenn da so eine Special-Modelle drin ist, als wenn da jetzt ein popeliger Golf ist, sag ich mal. So, und hier vorne steht das gute Stück auch schon. Die Stretch-Limousine, das ist ein geiles Business, das macht Spaß. Da kann man auf jeden Fall jede Menge Kohle auch am Wochenende machen. 8,60 Meter lang, 8 Leute passen rein. Und da bin ich bis jetzt als Chauffeur mitgefahren. Also als selbstfahrender Mietwagen, Taxiunternehmer, so nennt sich das. Und das Fahrzeug habe ich jetzt aber gestern abgemeldet, weil es zu verkaufen steht. Denn mit dem Geld, was ich daraus bekomme, habe ich was ganz anderes vor. Also wieder hinein in die gute Stube. Aber warum mache ich das? Warum gebe ich ein Business auf, was gut funktioniert, und tausche es quasi gegen ein anderes aus? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich kann es hier in der Region nicht vervielfältigen. Das heißt, ich kann mir vielleicht noch ein zweites Auto kaufen. Ein drittes wird schon knapp. Und somit bin ich ja an der Grenze angekommen mit dem, was hier meine Möglichkeiten ergeben. Ich kann keine weitere Station irgendwo anders aufmachen, weil das Mietwagengesetz besagt, dass der Mietwagen auch wieder in die Firma zurückfahren muss. Und somit bin ich hier quasi an meinen Standort, an meine Firma gebunden. Also brauche ich ein Geschäft, das sich vervielfältigen lässt und wo ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr aktiv für arbeiten muss. Also ein weiteres passives Einkommen. Das mit den Videos ist ja auch ein passives Einkommen. Das heißt, ich mache einmal die Arbeit dafür und bekomme dann regelmäßig mein Geld. Klar, irgendwann nach 5 Jahren ist ein Video ausgelaufen, ein Handyvideo nach 3 Monaten vielleicht schon. Aber ich habe was gesucht, wo ich Anfangszeit vielleicht meine Zeit investieren muss, aber nachher etwas habe, wo ich Personal für einstellen kann und dann immer wieder Geld verdiene. Und das dann auch wieder gleichzeitig reinvestieren kann und mich so vergrößern kann. So, damit ich euch das zeigen kann, und zwar Verkaufsautomaten. Das sind Geräte, die Getränke, Brot und sonst alles verkaufen können, Grillfleisch und so weiter. Es bedarf kein Personal. Gut, ja klar, das Personal, das das Ganze auffüllt. Aber die Dinger können 24/7 verkaufen, ohne dass jemand vor Ort sein muss. Und das finde ich der Hammer. Das Problem ist aber, dass die Geräte sehr teuer sind. Kaufe ich die in Deutschland neu, liege ich so bei 16.000 für nur eine Einheit. Und das empfinde ich als viel zu viel Geld. Dafür, dass es ein Kühlschrank ist, wo ein paar Spiralen drin sind, mit Bezahlsystemen und so weiter. Da habe ich mir die Gedanken gemacht und meinen Kumpel in China angerufen, den Alex. Und mit dem Alex zusammen bauen wir jetzt diese Geräte selber. Und das erste Gerät sollte Mitte Februar soll es da sein, das ist das Testgerät. Danach werden wir dann gucken, was wir noch verändern müssen. Und im Prinzip bin ich dann selber der Hersteller. Bin auch offiziell Hersteller dann in Deutschland. Habe schon die CE-Zertifizierung durch und möchte natürlich Geräte selber aufstellen und für jemanden, der Bock hat, auf sowas auch Geräte günstiger verkaufen als die Konkurrenz. Weil 16.000 Euro für so einen Spiralautomat finde ich heftig. Klar, man kann in Holland einen gebrauchten, rehabilitierten für 4.000 kaufen, der ist dann aber auch zu klein und ist dann auch nicht auf das ausgelegt, worauf ich Bock drauf habe. Ich habe die Spiralen extra konfiguriert, dass es alles passt und die Bezahlsysteme, man kann sogar kontaktlos bezahlen mit der Kreditkarte und, das war mir ganz wichtig, weil ich hasse es, wenn ich irgendwo bin an so einem Automaten, dann kann ich bloß mit 5 Euro Schein bezahlen oder mit Münzen, da habe ich keinen Bock drauf. Aus diesem Grund wird auch die Limo verkauft, das Geld wird dann wieder weiter in das Automatengeschäft reingesteckt und quasi wieder investiert. Und nach 2 Jahren, schätze ich mal, habe ich dann ein Business, wo ich passiv Geld verdienen kann, weil ich dann genug Automaten habe, die ich aufgestellt habe, wo ich jemanden für einstellen kann, also auch wieder einen Arbeitsplatz schaffe und somit dann ein passives Einkommen habe, was ich natürlich stetig erweitern kann. Natürlich muss man immer ein bisschen am Ball bleiben, gucken, was passiert, muss auch selber viel für tun, aber wir haben ein passives Einkommen dann geschaffen, wo ich dann auch weiter darauf aufbauen kann. Das kann ich bei der Limo eben nicht. Das war mein Problem, was ich bis jetzt immer hatte. Ich habe da riesig Spaß dran. Ich werde mir wahrscheinlich auch wieder irgendwann eine holen, weil ich da Bock drauf habe.
Aber im Moment ist es sinnvoller, das Geld erst zu investieren. Ich könnte ja auch, wie gesagt, eine S-Klasse holen, aber es ist für mich sinnvoller, in meine Zukunft zu investieren. Und so kann ich mir dann nachher vielleicht irgendwann noch mal zwei S-Klasse kaufen, ne? Wenn die eine mal dreckig ist oder so. Als doofes Beispiel. Ob das Ganze dann so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, das ist natürlich eine andere Frage. Auf jeden Fall ist so der Plan. Und das YouTube-Ding, das läuft, gar keine Frage. Das Amazon-Ding läuft auch. Und ich hoffe auch immer, dass ich da saubere Arbeit abliefern kann. Und dass es in Zukunft natürlich noch mehr, noch besser wird. Aber es kann immer sein, dass sich irgendwelche Richtlinien ändern und somit dieses Geschäftsfeld für mich kaputt ist. Und dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass ich was anderes habe. Ich hoffe, ihr konntet mal so einen kleinen Überblick bekommen, was hier aktuell los ist und was in Planung ist. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Überblick bekommen und jeder kann das machen, was ich mache. Ich habe unter dem Video auch immer einen Link mit allen Sachen, die man zum Filmen so braucht oder die ich so benutze. Das hilft dann immer. Man kann selbst mit einem Handy anfangen zu filmen, mit der GoPro und so weiter. Ich habe auch mit der GoPro angefangen und Stück für Stück. Ich habe ein Jahr neben meiner Arbeit als Paketzusteller habe ich jeden Tag ein Video gemacht nach Feierabend. Das war nicht ganz feierlich, aber es hat sich gelohnt. Nach einem Jahr konnte ich den Job kündigen. So, Lennox und ich, wir verabschieden uns für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch, Abo in die Box und Mob streicheln.